Mahlzeit, liebe Call of Duty-Freunde. Und zwar gibt es jetzt wieder eine kleine Taktikrunde von mir, diesmal auf der Map The Dome. Mit dabei meine Clan-Leute oder die Leute aus meinem Clan halt. Ich Proxiger wie immer. Denn Bane war dabei, Bastard war dabei. Das sind schon die Gegner. Red Bull war dabei, Zero. Und eigentlich auch mein Bruder. Nein, der war schon nicht mehr dabei. Doch, da muss auch dabei gewesen sein. Na, ist auch egal, das sehen wir dann später vielleicht. Wartet. Ah, Mann. So. Also, wie ihr da unten an den Strichen vielleicht sehen könnt, war nicht ganz so erfolgreich, aber ich will euch ja das hier nur taktisch alles näher bringen. Wichtig ist, dass einer aus eurem Team auf jeden Fall immer diesen Gang hier deckt. Wir können jetzt hier ein wenig vorspulen. Unsere Leute machen halt die anderen Positionen. Ich bin dann nach einer Zeit vorgestürmt, war dann zu unvorsichtig und wurde dann auch gleich schon weggeholt. Wollte die Bombe holen und dann zack, zack, lag ich am Boden, weil da einer schön gecampt hat. Da links, da könnt ihr es vielleicht sehen. Hier, da liegt einer. Das werde ich sofort merken. Zack, und da lag ich schon auf dem Boden. Tja, den habe ich halt leider nicht gesehen. Da kann man es noch mal sehen. In erhöhter Geschwindigkeit. Und wieder habe ich hier meine Position eingenommen. Wichtig bei Suchen und Zerstören ist, dass man nicht gierig ist. Immer schön abwarten und so. Die Gegner kommen nämlich von ganz alleine, wie ihr seht. Da sieht man sofort links die Waffe. Nein, diesmal nicht, aber eigentlich meinte ich, ich habe erst die Waffe gesehen. Oder ist er direkt rausgesprintet? Das kann natürlich auch sein. Na, er ist direkt durchgekommen. Zack, da kann ich nichts, da habe ich ihn dann rausgeholt. Und dann habe ich eine Semtex reingeworfen. Zack, aber wurde dann auch gleichzeitig weggeholt. Aber da sieht man es nochmal mit Tiefenwirkung schön durchgerotzt. Aber der Gegner, der dachte, da wäre noch einer am Leben, hat nichts gemacht, die Bombe nicht entschärft. Und somit haben wir diese Runde trotzdem gewonnen. Tja, so einfach geht das bei Suchen und Zerstören. Und damit stand es unentschieden. So. Ich glaube, ich habe wieder dieselbe Position eingenommen. Ja, habe ich. Dann habe ich hier wie immer schön gewartet. Also bei Rotpunktvisier, so sieht man es vielleicht. Man kann es ja umstellen. Ich finde, das ist mit am besten zum Zielen. Man kann auch halt das Standard nehmen oder andere und so. Aber ich habe bis jetzt damit gute Genauigkeitserfahrungen gemacht. Ich habe übrigens Schalldämpfer und Rotpunktvisier gleichzeitig beides drauf, weil wichtig ist, man will, hier sieht man es, wichtig ist, man sollte nicht gesehen werden beim Schießen. Deswegen Schalldämpfer und Rotpunkt ist halt einfach für Genauigkeit. Alles andere ist Ansichtssache. Man kann Rückstoß machen, damit man nicht immer Salven schießen muss, weil die G36, die verzieht sehr stark. Man kann halt spielen, wie man will, aber ich bin damit bis jetzt sehr gut gelaufen. So, jetzt geht's hier erstmal weiter. Da saß eigentlich einer, aber ich war so geil und hab die Semtex sowas von scheiße geworfen. Und dann kam hier einer hinterher. Da wollte mir hier ans Bein pissen. Das sieht man jetzt sofort. Da Tyrann ist übrigens mein Bruder, den habe ich gerade die ganze Zeit gesucht. Da kam er. Aber da kenne ich nichts, den habe ich weggeholt. So, und jetzt kam die Runde von Tyrann um mir. Er hat die Bombe platziert. Da mache ich noch mal hier schnell ein wenig höher. Schneller meine ich. So, er hat da hinten gedeckt und ich habe mich denn hier hingesetzt. Bin gleich noch mal ein Stück nach rechts, damit ich besser auf den Bombenplatz gucken konnte. Ihr werdet sofort sehen. Chris hat echt gute Arbeit geleistet. Also Tyrann, Chris, ist halt beides dieselbe Person. So, und da sehen wir sofort die ersten gleich. Zack, den habe ich weggeholt. Ich habe übrigens, ihr seht es jetzt hier, Spezialistenserie drauf. Hier unten sieht man es nochmal deutlich. Fingerfertigkeit Pro als erstes nach zwei Abschüssen. Danach kommt schneller ziehen Pro. Und danach kommt Meisterschütze. Aber bei Suchen und Zerstören, da mache ich nicht so viele Kills, als das ist, als dass ich es immer bis zu sechs Abschüssen schaffe.
Deswegen Fingerfertigkeit Pro ist halt immer, ja, ziemlich cool. Also das kriege ich immer schnell geschissen. Und alles andere, naja, geht so. Aber wir wollen weitermachen. Und dann kam schon der nächste, den habe ich sehr spät erst gesehen. Gott sei Dank war ich da ein wenig geschützt. Und jetzt der letzte Kill, der ist recht witzig. Chris wurde getötet. Und dann seht ihr es vielleicht. Hier ist ein Schatten, der sich bewegt. Seht ihr das? Da. Jetzt. Und dann. Ich so, hä? Was ist das denn? Und dann habe ich ihn halt gesehen. Und somit. Wir lagen erst im Führ ach, in Rückstand mit den Runden. Jetzt waren wir vorne. Und somit geht es in den Seitenwechsel. Da ist nicht so viel Spannendes passiert. Ich hab meine Position hier unten bei A drinne. Und Leute, wenn ihr Such und Zerstört richtig spielt, seid nicht killgeil. Die Gegner kommen beim Legen, wenn sie legen müssen, eigentlich von alleine. Deswegen kann man hier schön warten und eigentlich nichts machen. Dann sitzt man hier schön rum, la la la, wartet. Und dann hatte man auch nicht mehr so viele Gegner. Ich glaube, das waren nur noch zwei Stück und so. Und einer kam dann kurz vor Schluss, so 7 Sekunden oder so kurz vor Schluss, kam da hier rein. So habe ich nur meine Semtex geworfen und dann habe ich einen gesehen, ganz rechts. Da habt ihr das gesehen, anvisiert und zack, weggeholt. Da kenne ich nichts. Und natürlich nicht vorraschen, denn sofort hier, oh, den letzten, den hole ich mir. Schön zurückbleiben. Und ihr seht's, in der letzten Runde, da habe ich auch nicht sonderlich viel gerissen. Denn da bin ich auch, ich kann vorspulen, da bin ich dann auch hinten geblieben. Und ja, das war eigentlich nicht sonderlich spektakulär. Also, das kann man hier jetzt auch getrost beenden. Und Film beenden. Also ich hoffe, die Taktikrunde hat euch gefallen. Das war für Sedom beide Seiten wie immer. Ich könnte jetzt hier natürlich noch, ihr seht's, hier haben wir denn nur noch verloren. Village ist eine schwere Runde, außer wenn man die richtige Taktik hat. Hier hatten wir auch richtig starke Gegner, da bin ich froh, dass ich 3 Kills gekriegt habe. Hier war relativ gut, hier könnte ich euch auch noch das nächste Mal eine Taktik zeigen. Wenn ihr der letzte Überlebende seid, ziemlich cool, die Gegner, die kamen ohne Ende zu mir gerannt. Wenn das die Runde war, es kann auch eine andere gewesen sein, ich bin mir nicht sicher. Hier bei Fallen auch sehr schöne Runde gehabt oder hier bei Resistance auch ganz stark. Dann war hier aber eigentlich noch auf Lockdown. Ich glaube, hier war das gewesen. Also ich habe hier noch ein paar schöne Runden für euch über. Wenn ihr die sehen wollt, dann sagt einfach Bescheid. Hier war ganz schwach, ey. Da habe ich nichts geschissen gekriegt, aber trotzdem haben wir Gott sei Dank gewonnen, weil meine Jungs so stark waren. Wie gesagt, ich kann jetzt hier einfach mal reingehen. Hier seht ihr es. Proxiger TP Level 59, zweiter Prestige. Ja, ich kann euch hier mal meinen Klasseneditor zeigen. Hier meine AK. Eigentlich noch nicht sonderlich viel mitgespielt. Aber hier seht ihr halt meine Klassen. Extrembedingungen Pro, Attentäter Pro und Todesstille Pro. Ein Muss für jeden Suchen- und Zerstören-Spieler. Zumindest ein Todesstille Pro. Denn Sniper habe ich diesmal kaum gespielt. Im ersten und im zweiten Prestige hatte ich das auf Gold, die L118A. Jetzt hier noch nicht mal Level 3. Denn MP5, Old School Like halt. Die UMP 45, anfangs auch sehr viel genommen, jetzt eher weniger, weil ich nur noch mit der G36 gespielt habe. Man sieht es vielleicht, ist jetzt auf Waffenstufe 30, also geht halt schon gut ab. Und halt natürlich die AK-47, die ich noch mit Rückstoß spiele, weil da braucht man keinen Rotpunkt, weil die ein so freies Visier hat, wie ich finde. Was bei der G36 ganz anders der Fall ist. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, schreibt eure Meinung zu dem Video. Wollt ihr die anderen Taktiken auch sehen? Wenn ja, dann sagt es mir und dann werdet ihr sie bekommen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein, euer Proxy.